Er sagte, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer rechten und von ihrer linken über sie kommen. Und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Wir sehen, wie unermüdlich der Shaitan versucht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um uns von diesem Dien abzubringen. Jedem gescheiterten Angriff folgt der nächste. Dieses Mal greift er uns von links an. Hier wird uns von den Tafsir-Gelehrten berichtet, dass er versuchen wird, uns zufrieden mit dem sein zu lassen, was wir bisher in islamischen Handlungen tun, anstatt nach mehr zu streben. Er will den Muslim dazu bringen, Stück für Stück vom Islam abzulassen und sich den weltlichen Genüssen hinzugeben. Er wird uns nicht sofort dazu bringen, mit allem aufzuhören. Er wird sich dabei Zeit lassen und zusehen, wie wir uns selbst in unseren Niedergang stürzen. Wie er das macht, ist aber bei jedem unterschiedlich. Er wird zu dir kommen und dir Sachen einflüstern wie: Muhammad, es reicht doch heute nur, die Fardgebete zu beten. Du hast noch viele andere Dinge zu tun, die auch wichtig sind. Verzichte heute auf das Sunna-Gebet und bete es dann morgen. Nur die Fardgebete sind Pflicht, der Rest ist doch freiwillig. Oder er wird zu dir kommen und zu dir sagen: Maryam, du liest doch schon jeden Tag den Koran. Entspann dich heute mal. Du kannst morgen, wenn du Zeit hast, noch mehr lesen als gewöhnlich. Er wird uns dazu bringen, immer weniger zu beten und uns letztlich dazu bringen, uns nur noch mit dem Jumma-Gebet zufrieden zu geben. Oder sogar ganz vom Gebet abbringen. Die Taten, die jeder von uns tagtäglich macht, werden mit der Zeit immer weniger, bis wir einen Punkt erreichen, an dem wir nichts mehr davon tun. So werden wir immer weiter vom Wege des Islam abweichen. Dabei vergessen wir unser eigentliches Ziel und den eigentlichen Sinn unseres Lebens auf dieser Erde, bis wir den Punkt vielleicht erreichen, an dem wir denken, dass es kein Zurück mehr gibt. Aber nein! Jetzt, nachdem wir erkannt haben, was der verfluchte Shaitan vorhat, können wir bedachter in unserem Alltag sein, um nicht vom Weg abzuweichen. Der Shaitan hat seine Chance auf das Paradies verspielt und sich das Ziel gesetzt, uns mit sich in den Abgrund zu reißen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über ihn: Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Wahrlich, der Shaitan ist ja dem Menschen ein deutlicher Feind. Wir als Muslime müssen uns gegen diese Angriffe wappnen, mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala und dem Vermehren der Ibadah, um unseren Feind entgegentreten zu können. Diese vier Angriffe von ihm müssen nicht unbedingt in dieser Reihenfolge stattfinden. Vielmehr achtet der Shaitan drauf, wo er gerade eine Chance sieht, wo eine Schwäche auftaucht, sodass er sofort zuschlagen kann. Seien es schlechte Gedanken, die unseren Kopf durchkreuzen, der Wunsch nach dem Diesseits, der Gedanke von Hoffnungslosigkeit angesichts der eigenen Sünden oder der Gedanke, bereits genug zu tun. Auf diese Momente wartet er im Verborgenen, um anzugreifen, sobald sich eine Möglichkeit ergibt. Deshalb müssen wir immer bedacht sein, im Bewusstsein darüber, dass er wartet, und die nötigen Vorkehrungen treffen, damit seine Angriffe keinen Erfolg haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor seiner Irreführung schützen. Allahumma amin.